doch nicht so aus und da müsste man das Zombie-Geräusche hören. War vielleicht was im Wackgeräusch? Nee, ich bin gerade wieder nach unten gegangen. Guck mal auf die Tür. Da drüben der Zombie ist auch noch da. Wer geht da gerade draußen? Ich laufe unten lang. Okay. Brauchst du bloß auf den Kopf achten, ob da. Ich hab die nicht gesehen, das ging ganz schnell. Ich hab die nur zwischen. Ja, Kings. Ich hab sie nur zwischen zwei Büschen aufblitzen gesehen. Zwischen zwei Büschen. Oh, Sprite. Ah, nee, Spite. Spite. Das ist ein toller Name. Ja. Achso, hier drüben war auch noch ein kaputtes PU-Scope. Ich hab's gesehen. Badly damaged. Wir haben bessere. Eben. Gut, dann komme ich wieder runter. Oh, ich passe hier noch auf. Oh, fuck, mein Inventar ist voll. Naja. Hier unten liegt noch eine Magnum, falls du willst. Hat eine Nahkampfwaffe. Ja, nimmt aber vier Platz ja weg. Ja. Wenn er eh schon. Oh, fuck, ich hab was vergessen. Eine Batterie ist nicht noch in der Taschenlampe drin? Ah ja, die wolltest du haben, die Batterie aus der Taschenlampe. Ja. Brauche ich nämlich auch. Meine. Zu spät. Nee, ich hab ja meine eigene, ich hab ja meine Taschenlampe gerade weggeschmissen. Ach so. Und da ist noch eine Batterie drin. Das, die muss ich jetzt holen. Ja, jetzt hat die Batterie habe ich mir gerade rausgenommen. Die brauchst du wieder, ja? Ja, vielleicht. Ah, das war meine Taschenlampe. Für was brauchst du die Batterie? Defi. Ja. Achso. Moment, wo ist die Batterie jetzt? Die habe ich schon eben genommen, die muss doch hier wieder sein. Kann ich direkt in den Defi reintun, oder? Wow, oder ich bin nicht so. Sorry. Okay, so, in der Flashlight ist keine drin. Ist keine drin? Nein. Ich habe eben die eigentlich rausgenommen, aber in meinem Inventar sehe ich die Batterie nicht. Ah. Vielleicht mal ein Stück weglatschen. Hat sonst noch irgendjemand eine Batterie? Ich habe eine Walkie-Talkie, von mir, falls die haben. Ja, weil die scheint hier wieder rumzuspacken. Snaploader, was ist denn das? Snaploader ist ein schnelles Nach. Wie beschreibt man das? Das lag liegt hier noch. Das ist so ein schneller Nachladen mit einem Gewehr. Kann man den für die Mosin nehmen? Nee, das ist für den Knick. Weil der lag hier oben noch. Okay. Nee, ich habe aber zwei im Inventar. Dann lag hier oben ein anderer. Hast du die Batterie gefunden? Nee, ich habe hier keinen anderen Platz. Nee. Weiter. Also, Mann, ich habe eine Batterie jetzt am Eingang hingelegt. Okay, dann mach ich die. Irgendwie buggt das mit den Items heute rum. Vielleicht liegt sie ja wieder unter der. Warum müsst ihr mich die ganze Zeit durch die Gegend schieben? Warum schiebst du mich? Weil ich hier als erstes darf. Gar nicht wahr, ich war hier vorne. Okay, Batterie ist drin. Sind wir alle da? Was kriegst du? Draußen, glaube ich. Im Busch. Okay. Ich komme gerade runter. Gut, ausrücken. Dann auf zum Gefängnis. Halten wir uns aber rechts, oder? Ja, klar. Ja, klar. Da. Irgendjemand hat, glaube ich, hier nachgeladen, vorsichtig. Nicht. Ich habe auch nichts gehört. Ich war einigermaßen hinter gehört dir. Ich denke, okay, die rechte Seite. Geh mit Maxim. Hol schon mal die Schrotflinte raus. Ja. Da drin versteckt sich auch niemand. Hier direkt ins Gefängnis rein. Okay, hier unten die Tür zu. Geh nach oben direkt dann. Okay, ich da wen sehe. Bisher niemand. Hier unten, Raum, hinten Raum in den Raum. Ist niemand. Okay. Oben ist auch niemand. Das ist noch gar nicht gelootet worden. Nee. Das ist schön. Oben liegen Trinkflaschen. Eine Weste. Elf Munition für meine. Krieg sie in der Weste. Weste? Wo? Oben. Oh, und 7,62 mal 39 mm, 20 Rounds. Uhu, wo bist also du? Also Mosin. Ja. Ich bin gerade. Wo bin ich denn? Ich komme raus. Na hier, da wo ihr gerade alle rumgerannt seid bei dem Gefängnis oder was ist das? Ins Gefängnis reingerannt. Ich komme mal raus. Ich hab schon. Das ist cool, dass ich habe gerade schon wieder ein 40er Munitionspack gefunden. Ich könnte noch ein bisschen. Ah ne, Mosin habe ich ja auch genug. 40. Wo
Wo ist denn das Gefängnis? Hier, der Eingang ist hier vorne. Ach so, hier. Alter, habe ich was zu tun? Ich schon wieder durch die Kante, ich war Alter. Da gar nicht. Ich war hier vorne. War hier vorne? Ich habe dich gar nicht geschubst. Was haben wir hier oben? Konnte ich gar nicht, weil ich immer in der Nähe von dir. Dann da an der Ecke hier von dem Bett. Auch jemand mein Heil. Ich denke, wir haben alle eine Weste, glaube ich, oder? Es war beim Ändern schon ein bisschen vorher, wo ich eigentlich dran getitscht bin. Können wir ihn nachladen? Ja, ich auch. Ich auch. Wo hast du nachgeladen? Glaube nicht, dass das gerade von uns jemand war. Was muss ich machen, um nachzuladen? Achso, ne. Er drückt mal, weil du gerade die Pistole hast. Okay, okay, Fabi, kannst du mit der M4 mal auf die Tür gucken? Ja, ich komme. Ich hatte ja einen Schuss abgegeben. Okay, ich gucke. Ich jetzt im okay. Halt mal kurz die Tür, sagen wir. Achso, machst du gerade deine Munition an der Mosin? Ufo? Ich probiere gerade, aber es geht wieder nicht. Weil ich hatte ja einen Schuss. Erst die Munition raus aus der Mosin, ne? Um die nachzuladen. Achso, okay. Weil ich habe ja noch 4 Schuss drin. Jo, wer Schubs? Das sorry, das war ich. Ja, kündige dich an. Vielleicht hätten wir den ja doch erschießen sollen, den Typen. Was denn, lauerst du hier? Ist hier jemand in der Nähe? Oh, hier ist SKS-Munition, eine Pistole. Ufo, pass auf, du bist mir gerade durch die Schusslinie gelaufen. Oh, sorry. Ja, so brauchst du ja nicht schießen, bis ich die Tür öffne. Ja, eben. Aber wenn sich die Tür öffnet, während gerade mir eine Person vor dem Sichtfeld steht, kann ich halt nicht sehen. Ja, das ist interessant. Dann, wenn da jemand vorbereitet steht, bin ich instant tot. Naja, wenn er gerade die Tür aufmacht, ist er nicht ganz so vorbereitet, ne? Komm mal an, wenn es eine Gruppe ist und drei direkt. Ich hatte wieder jemanden geschubst. Du darfst, um die, Gruppe zu schützen, darfst du mich gerne erschießen. Ah, das wäre ich ganz spaßig kaputt machen. Meinst du, hier kommen jetzt welche? Nee, ich dachte nur, ich habe jemanden gehört, aber scheint falscher Alarm gewesen zu sein. Schade. Irgendjemand hat nachgeladen. Oh, das war nur wieder ein Bug. Ich nicht. Dann warten Sie, dass ich dich gleich schubse. Achtung. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Ja, okay. Würde ich auch sagen. Geh raus. Alle unten? Jo. Ja. Okay, ich mach die Tür auf. Wir haben jetzt echt 4 Leute mit einem Hunting Backpack. So. Links frei, ich guck schon hinten. Rechts. Ich guck schon rechts um die Ecke. Niemand. Links auf Airfield. Okay, sieht frei aus. Okay, durch den Bäumen sehe ich auch niemanden. Okay, dann weiter in Richtung Baracke. Aber mich erkennt ihr zum Glück gut mit dem orangen Rucksack. Ja. Direkt hinter dir. Okay, sehe niemanden. Alle zusammen noch? Hier ist ein grüner Helm. Wir stehen hier auf der Straße. Weiß nicht, wo ihr lang gelaufen seid. Wir sind allerdings an den Bäumen lang. Kurz. Ach so. Easy, du hast Nachladebug. Okay. Sehe ich gerade nicht mehr. Wir sind in das Gebäude rein. Ah, da seid ihr. Mit dem blauen Türen. UFO-Keks. Hab's gefunden. So. Geh mal kurz nach oben, nur gucken. Da irgendwas liegt. Hier liegt ein Orange. Kriegst du etwas da rechts? In die Blechhütte? Ja. Bist du aus Nachladebug? Ich hab grad gewechselt, ja. Achso, okay, dann. Die alle da? Jo. Nee, oder? Wo ist UFO? Da war dahin. Hier. Da okay. Ein grüner Helm. Dann jemand durch das Gebäude Damit ist man richtig unsichtbar. Taufe, grün, total unauffällig. Am besten ist der leuchtgrün. Blaue Helm. Baracke-Türe ist offen. Eine Schaufel, kann man damit was machen? Damit kann man Leute verfolgen. Ja. Ach so. Aber nichts graben oder so. Ne, noch nicht. Nee, leider nicht. Hoffentlich, ich hoffe, das kommt noch irgendwann. Nee, es soll vieles noch kommen, also. Wir wollen ja auch, dass man anbauen kann doch, oder? Ja, Basenbau, Farming, Housing. Hier, die Türen sind hier aber noch nicht alle offen. Ach so, Crafting-System mit Rohstoffe und so? Ja, man soll später mit Holzhacken eine ganze Basis bauen können. Und geil. Ein Vor und sowas, mit Barrikaden. Cool. Und, 357er Mount. Das ist für ein Revolver? SKS meine ich erst hier. Pristine SKS. Ja, so. Viel Spaß gegen sie. Danke.
SKS-Ding, braucht das? Will das jemand haben? Nee. Okay. Aber wofür ist 440 RND 5,56? Ist für M4, oder? Ja. 5,56 ist M4, ja. Okay, habe ich nochmal ein 40er Magazin gefunden. Jetzt bin ich vollgeladen mit Munition. Ufo, hast du eine Feldflasche? Ja, ich habe gerade eine gefunden. Okay, gut. Ich bin mir überlegen, ob ich was ich gerade wegschmeiße. Ich glaube, ich schmeiße nämlich eine meiner Feldflaschen weg. Eine reicht eigentlich. Ne, also ich habe zwei Stück. Okay. Oh, hier liegt ja noch eine Munition. Such am besten nicht dir deinen Weg durch Leute durchzubahnen. Nee, warum nicht? Weil du die Leute wegschiebst und du kannst sie in Wände reinschieben, glaube ich. Ach so, okay. Das ist nicht gut. Okay, Keks ist draußen. Bin hinter dem hinter der Baracke. Ja, auch. Wir sind noch ein bisschen. Hat gerade jemand nachgeladen? Ja, ein Revolver. Ihr seid ja nur noch am Nachladen, ihr Leute. Direkt hinter dir. Nach links. Da sind wir. Ups. Okay, gehen wir weiter. Jo. Jetzt hast du aber Nachladebar, Gesi. Ja. Wollt ihr da auch rüber zu den Gebäuden? Ja, ich würde gerne die Zelle durchsuchen. Ich hätte immer noch gerne Long Range Scope. Können ja von hier zu den Zelten und dann nach hinten links auf die andere Seite. Aber hier sind noch mal zwei Hangars vorher. Bogen machen. Ja, ja. Alle da, UFO am besten nicht so weit. Da lauf am besten durch die Bäume durch. Darf ich den Zombie abschießen? Oder bin ich überhaupt drin? Ich weiß nicht, solange er noch nie jemanden angegriffen hat. Erst ansprechen, ob er friedlich ist. Ich denke mal nicht, dass der Zombie mit uns reden möchte. Ich denke auch nicht. Naja, schaff's, wenn du willst, versuch's. Aber dann positionier dich so, dass du niemanden da erwischen kannst. Ja, mach ich. Soll jetzt am besten nicht bei dem Kartoffelsack langlaufen? Zombie hat Aggro. Nein, meine Waffe hat keine Munition. Raus. Dann, okay, ich mach das mit der Axt. Warte, ich mach. Aha. Okay. Hier war noch geladen. Okay. Du hast das nicht mit der Schrotflinte gemacht. Das wäre ziemlich sinnlos. Hatte die keine Munition? Aber du magst deine Schrotflinte, also. Ja, aber doch nicht auf die doch eben alle Entfernung. Probleme mit Nachladen. Nachladebugs. So, dann versuche ich jetzt mal nachzuladen. Okay, ich habe eine 60er Magazin für meine Waffe gefunden. Sehr schön. Grenz im zweiten Hangar. Ich habe jetzt um die vielleicht 300 Schuss. 300 Schuss für die Mosi? Nee, für die M4. Für die M4. Möchte jemand was aus, hat jemand aus in seinem Inventar noch Platz? Ein bisschen. Ja. Ein bisschen, ja. Für ein Zweier-Ding einfach nur. Kommt dran, wofür? IV-Bag. Saline-Bag. Hab ich selbst. Hab ich schon dabei. Dann, ich nehm gerne mit. Okay. Wo ist er? Ich bin hier erster Hangar. Okay. Warte ich auf dich. X schon mal auf dem Boden. Hier, da stehen noch die drei Zombies, haben keine Agro. Finden sich. Zombie. Passt. Maxim, die springen mir nur die Wand durch. Du hast schon wieder einen Nachladebug. Seid ihr schon weiter in das grüne Gebäude, oder? Nee, wir sind noch im ersten Hangar. Hier, vor mir liegt's. Geht schon weiter. Gehen wir rein. Vorsichtig dann drinnen. Ah, ich glaube, da hat ein Zombie gepult. Jo, Achtung, ich schieße, nicht vor mich laufen. Hast du? Ja. Gut, gut. Wo sind wir alle? Oh fuck, da habe ich gleich den nächsten Zombie gepult. Wir laufen zum Gefängnis. Wo ist denn der? Komm von da drüben, den linken Gebäuden. Okay, ich laufe zum nächsten Hangar und dann schieße ich nochmal. Wo sind die anderen? Oder will jemand Axten? Im Gefängnis schon. Kann Axten, aber ich übernehme das Ding. Das würde länger dauern. Okay. Bis ich dahin bin. Oh, die Waffe war lauter irgendwie. Dieselbe. Ja, dieselbe. Wirkte nur irgendwie lauter. Ja, für mich aber auch. So. Wollten zum Gefängnis. Ja, ich habe hier nur kurz nochmal durchgeguckt. Man muss gleich auch nochmal hinter uns gucken. So da aus? Was? Ah, ich habe ein Sewing Kit gefunden. Ah, das ist ein Nähkästchen. Ah, kannst du einfach mal auf alles anwenden. Leider geht's nicht auf deine Rucksäcke. Klamotten.
Die kannst du auf deine Klamotten anwenden, okay. Und dann werden die wieder worn, also falls die beschädigt sein sollten. Cool. Hier ist ein Medikit. Hier ist nochmal ein 40er Magazin. Ist aber damaged, aber ich glaube, ich habe eins, was kaputiniert ist. Unten ja, links das ist ruiniert. Unten in dem Raum ist ein 40er Magazin nochmal. 40er ist für die Mosin? Nee. Ja. Nee, für die M4, ja. Das ja. 40er Magazin. M4, genau, ja. Nicht Mosin. Die Mosin hat leider keine Magazin. Das ist ein Nachteil. Ja, stimmt, der. Stimmt. Warum? Also sie hat eine höhere Durchschlagskraft. Und ist weitaus präziser. Ja. Ja. Schaufel, nochmal trinken, essen. Mir geht's gut. TTSKO Jacket, falls jemand will. Das ist meine alte, die ist ruiniert. Also okay. Ja, hat mich auch schon geärgert. Noch ein 40er Warte. Für die. Gut, für die M4A1. Ich würde dir empfehlen, nimm die Magazine, leer sie aus und tu die Munition in die Munitionsbox. Ich hab meine Munitionsbox voll. Also. Mit Mosin und Pistolenmunition. Dann leg die Mosin-Munition raus. Und Ich hab 300 bis 400 Schuss jetzt schon dabei. Ja, dann sparst du extrem viel Platz, deswegen. Kann ich kurz vorbei? Danke. Ja, aber geht ja auch so. Kein Problem. Ich müsste jetzt mal gucken, ich kann wahrscheinlich noch die Zelte machen und dann muss ich gehen, weil ich essen muss. Na, ich muss auch gehen. Er ist jetzt auch schon Viertel acht. Passt ja dann. Ja, kurz Zelte oder hier? Ja, wir müssen auf jeden Fall raus hier. Noch wenigstens Zelte. Ja, dann lass das jetzt am besten machen, oder? Jo. Ja, wir warten auf dich. Ja, ich bin ja schon da. Gut. Mal links, dann suchen wir auf die Zelte durch. Jetzt durch den Wald. Hat jemand schon mal hinter uns geguckt? Ja. Da vielleicht uns irgendjemand verfolgt? Ja, bisher nicht. Okay. Sollten wir wirklich mal kurz tun. Weiß ich gut aus hinter uns. Vor uns auch. Oh, ihr seid alle verschwunden. Ihr seid doch in den Wald hier reingerannt, oder? Ja, und dann einfach auch. Durch. Einfach durch, geradeaus. Ah, okay. Du weißt ja, wenn du zweimal W drückst, dann läufst du schneller. Hm. Hier ist ein Sack. Falls jemand einen improvisierten Rucksack basteln will. Brauchen nur noch ein Seil. Und Stöcke. Ein Seil und ein Rucksack. Seil Kartoffelsack. Und Kartoffelsack. Da hinten Richtung Wald wieder rein. Das bin ich wieder. Ich suche gerade UFO. Ich bin jetzt durch die Mauer durchgerannt, jetzt durch das offene Zaun. Weiter? Du bist zu weit gerannt. Ich bin zu weit gerannt. Du musst dich an dem Airfield halten. So an der Landebahn. Ja, ich wieder zurück durch den Wald. Nee, Gott, hin. Keks ist einfach mitten durch den Stacheldraht durch. Ah, ich bin direkt hinter dir. Ja, bei mir auch. Ich kann mich erinnern, ich war schon mal da bei diesen Zelten, aber... Ja, ich bin... Was war doch vor eigentlich? Direkt gerade. Ach so, okay. Ja, du hast bei mir geparkt. Du bist bei mir einfach durch alles durchgerannt. Ja, bei mir auch. Der? Ja. Ey, selten findet man immer gute Visiere und sowas. Ja, aus meiner Zech. Okay, erstes Feld ist nichts drin. Oh. Aber auch nur in denen, die zwei Eingänge haben, oder? Ja. Pixi, nimmst du die Zelte da? Okay. Ja. Zombie, ich axte den mal. Das heißt, hier wäre wahrscheinlich noch niemand drin. Na gut, der bewegt sich nicht. Axte ihn trotzdem für den Fall der Fälle, dass wir ihn... Ja klar, habe ich gemacht. Ist ja auch noch nichts drin. Okay. Sind wir bereit? Hier ist das Zelt. Auch nichts drin. Hat bisher irgendjemand hier was gefunden? Ja, nicht. Wir sind aber gerade erst hier hingekommen.
Bei den Zeltplätzen muss man immer darauf achten, dass es nur ein Zelt gibt, in dem Loot spawnt, und das sind die hier. Mhm. Die mit den zwei Eingängen. Die in anderen sollen noch Zelt spawnen bisher nichts. Ah, okay. Nichts gefunden. Aber bisher sehe ich auch nichts. Und in den Camouflage-Dingern, wo man einmal hochgehen kann, da ist auch oft was. Und da du meinst die großen Bunker. Ja, ja, aber da liegt was, da liegt's meistens auf den Kisten drauf. Aha. Und es ist extrem blöd, wenn ein Zombies verfolgt und man ist oben. Aber dann nicht richtig runterkommt. Ja. Okay, hier liegt was. Wer läuft da hin? Okay, das war wahrscheinlich easy. Geht möglich. Also bisher sieht's hier absolut leer. Ich hab M4 Buttstock MP gefunden. Das ist hinten der Schultergriff. Welche für M4? Ja. Sehr gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Selten M4. Ich hab nen Buttstock OE. Guck mal, diese Dixie-Klos ist doch genau das Richtige, um zum Ausloggen. Bist du gerade oben in dem Camouflage-Ding? Ja, ja, in dem einen. Guck mal, jetzt machen wir mal der einen Seite liegt. Ach, reingehen kann man nicht. Ah, nee, nicht. Doch. Kann man in die reingehen? Welche? Doch, nee. Ja, kann man. Kann man? Nee, doch nicht, schade. Aber es gibt die, es gibt auch Plumpsklos, in die man rein kann. Ah. Ich gehe mal hinter der Mauer in das andere mit Camouflage. Jo. Ich komm mit. Ich glaube, wir sind recht allein auf dem Flughafen gerade. Ja, ich glaube auch. Kann man hier durch, auch da vorne. Nach rechts, nichts los. Wenn man Leute sucht, sind sie fast nie da. Bis auf den einen Typ. Der ist alles los. Ja. Ich sag bloß, als wir hier die Runde gedreht haben und nicht einmal einen getroffen haben. Ja. Wir haben eine komplette Runde gedreht. Ups. Was denn? Uhr. Ich hab mich hingelegt. Also. Wir haben das einmal eine komplette Runde um die ganze Daisy Map gedreht. Ich glaube, wo haben wir angefangen? Elektro? Ja, Elektro. Bei den Hochhäusern. Ja, genau. Und dann hoch über Beresino bis zum Schiff, von dort aus zum kleinen Airfield, zum großen Airfield. Mhm. Wieder runter nach Kamenko. Und wie kann man das anmachen? Streichholz dabei. Nö. Ja. Wir haben ein Lagerfeuer gefunden. Hier oben ist wieder Munition für M4. Ich setz mich mal zu. Und noch andere Munition von der. Wie war nochmal die Sitz, Taste? Hm. Wo genau seid ihr jetzt dort? Ziemlich genau in der Mitte, kann man sagen. Okay. In der Nähe von diesem Jeep-Wrack. Ja, hier ist ein Jeep-Wrack direkt neben uns. Und zwei Camouflage-Zelte. Ich will auch endlich, dass es Zelte gibt. Ja, ja, die werden auch wieder toll. Er kann auch eigentlich mal seine Sachen ablagern. Hat man nochmal wieder alles Grund, länger rumzurennen. Da hinten ist immer noch der wunderschöne Bug mit den vier roten Lichtern. Ja. Na da. Hey, yo, Party People. Yo, Party. Ich people. So. Bitte lächeln. Mach mal an das Feuer jetzt. Das geht nicht. Oder? Geht das? Nee. Das geht noch nicht? Nee, leider nicht. Okay. Okay. Ja, sind wir schon. Sind das alle schon? Ja. War da nicht noch jemand? Der ist ausgeleckt. Ja, ja, der hat der wurde weggeleckt. Ach ja, stimmt. Ja, gut. Also, ich werde dann an der Stelle jetzt mal die Aufnahme abbrechen. Und, ja, war eigentlich war die Zeit viel, viel zu kurz, war. Man könnte es tagelang machen irgendwie. Ja, ja. Also, wenn wir mal richtig lange DayZ spielen, dann kommt es vor, dass wir gerne mal 6 Stunden dauerhaft zocken. Ja. Man vergisst gerne die Zeit beim Spiel. Ich weiß noch, als wir bis 6 Uhr morgens gespielt haben an dem einen Tag. Ja. Cool.